früheren Zeiten konnte man das Malz gar nicht anders trocknen als über offenem Feuer. Und wir hier im Bamberger Raum haben ausgedehnte Buchenwälder und das Buchenholz ist für diesen Zweck das Beste. Wenn man das sauber verbrennt, dann entsteht ein ganz feiner, milder Rauch. Und das ist eigentlich die hohe Kunst des Trocknen des Malzes. Die Brauerei Spezial, die gibt es seit über 480 Jahren, genau seit 1536. Und wurde ganz früh in der ersten Zeit, wie alle oder die meisten Brauereien, als Brauerei und Büttnerei betrieben. Die Familie Merz ist erst seit 1898 Besitzerfamilie. Die Brauerei Spezial ist eine der ganz, ganz wenigen Brauereien, die durchgängig das Rauchbier gebraut haben. Unser Rauchmalz machen wir seither durchgängig selber, weil wir die Qualität, die wir brauchen und diesen Geschmack nicht kaufen können. Das ist jetzt die gekeimte Gerste. Nach 5 Tagen in der Keimung, die ist jetzt fertig. Und die wird jetzt dann auf die Darre gezogen zum Trocknen über Buchenholzfeuer. Das Darren selber dauert rund 28 Stunden und in diesem Bereich von diesen 28 Stunden werden Temperaturen am Schluss bis zu 110 Grad während des Trocknens erreicht. Wir nutzen auch die Wärme dieses Feuers, um das Malz zu trocknen. Wir verwenden unsere eigene, für uns extra angebaute Biogerste vom Fränkischen Jura. Unsere Braugerste wird angebaut in der Region so zwischen Schäßlitz und Weichenfeld. Circa 15 Kilometer von Bamberg weg gehen die Anbaugebiete los. Dort werden für uns rund 120 Tonnen Gerste angebaut. Wir haben da auch persönlichen Kontakt, auch zu unseren Lieferanten für die Gerste. Da kennt man jeden Einzelnen. Wir treffen uns auch mehrmals im Jahr. Bei uns kann man nicht nur auf den Knopf drücken, weil bei uns der Rohstoff ja sich täglich oder teilweise sogar wöchentlich ändert. Auch speziell in der Melzerei ist sehr viel Handarbeit dabei. So wie wir unser Malz herstellen und darin, also trocknen, ist es nirgendwo mehr üblich. Für unser Bier ist es die wichtigste Zutat. Und das wollen wir auf jeden Fall so beibehalten. Ja, in so einem kleinen Betrieb wie bei uns ist man als Brauer für alles zuständig, für alle Abteilungen. Vom natürlich Reinigen, übers Brauen, übers Abfüllen, auch um das Warten von Maschinen. Also es ist ein sehr vielfältiger Beruf und es macht schon Spaß. Unsere Hauptsorte, in der wir eigentlich bekannt sind, das ist das Spezialbräu Lagerbier. Wir haben dann auch noch ein Märzen, was natürlich kräftiger ist. Ein Rauchweizenbier, als Hefetrübes in der Flasche gegoren. Und wir machen saisonal natürlich auch Rauchbockbiere. So im Umkreis von ca. 15 Kilometer beliefern wir den Getränkefachhandel, den Lebensmitteleinzelhandel. Es wird von einigen größeren Getränkehändlern allerdings auch überregional vertrieben. Wir vertreiben unsere Biere überwiegend in der Flasche. Dann kann man natürlich auch Partyfässer so ab 10 Liter bei uns kaufen. Am besten schmeckt es natürlich bei uns in der Wirtschaft, weil wir das Bier direkt aus dem Lagerkeller zum Ausschank bringen. Das ist halt die Frische, die man sonst nirgendwo bekommt. Unsere Küche wird überwiegend von meiner Frau mit Unterstützung von 2 Köchen geführt. Und wir bieten halt unseren Gästen bodenständige fränkische Kost. Ein Renner bei uns ist natürlich das
fränkische Schweineschäuferler mit Glöß. Es ist bei uns Tradition. Bei uns ist nichts hochgestochen, bei uns ist alles bodenständig. So wollen wir auch bleiben und so werden wir auch wahrgenommen.